Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ernsthaft? Normalerweise würde das einem gar keiner glauben, wenn man das irgendjemandem erzählt. Herzlich willkommen in unserer Bundeshauptstadt. In Berlin-Neukölln ist vor kurzem eine Rettungswagenbesatzung so dermaßen bedrängt worden, dass sie eigentlich ihre Kompetenz überschreiten mussten, damit ihnen selber nichts passiert. Ist unfassbar. Wirklich jetzt. Echt, da fehlen mir wirklich die Worte. Was ist passiert? Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ist mit Blaulicht durch den Stadtteil Neukölln gefahren. Während die da durchfahren und einen Patienten an Bord haben, oder eine Patientin war es, glaube ich, an Bord haben, die sie medizinisch versorgt haben, mit Blaulicht ins Krankenhaus fahren wollten, sind mehrere Menschen auf die Straße gegangen und haben den Rettungswagen dazu gezwungen, anzuhalten. Das heißt, sie sind angehalten, ist ja klar, der Fahrer, ne? Auch wenn er Blaulicht anhat, aber da sind irgendwelche Leute, die auf der Straße rumtouren, die fährst du ja nicht einfach platt. Da kannst du noch so oft das Horn anmachen. Wenn die keinen Bock haben, von der Straße zu gehen, dann ist das so. Kennen wir auch irgendwo, ja, ist nervig, aber du musst dann anhalten. Und genau das ist passiert. Der Rettungswagen ist angehalten, der andere Kollege, höchstwahrscheinlich der Notfallsanitäter, saß hinten, um die Patientin zu betreuen. Und dann wird hinten die Tür aufgerissen von diesen Leuten, die den Rettungswagen angehalten haben, und zwei schwer verletzte Männer in diesen Rettungswagen reingestopft. Mit Stichverletzung, ja? Also da gab es offensichtlich ein Körperverletzungsdelikt, wo einer sogar ganz schwer verletzt gewesen ist. Der hat irgendwie Bauchstiche oder sowas erlitten. Und diese Leute, die da auf die Straße gegangen sind, haben von den beiden Rettern verlangt: Ihr habt jetzt diese Patienten hier zu versorgen. Und die haben gesagt: Moment, wir sind hier gebunden, wir haben eine Patientin, das geht nicht. Wir sind hier nur zu zweit. Einer fährt, der andere macht das Medizinische. Das war den Leuten scheißegal. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die halten einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt an, reißen die Tür auf, ohne Rücksicht auf Verluste, und stecken da irgendwelche schwer verletzten Leute rein, die offensichtlich niedergestochen worden sind. Und sagen so: Und ihr fahrt jetzt ins Krankenhaus. Und das Krasseste ist noch, der Rettungswagen wurde dann von, ich glaube, zwei S-Klassen, zwei Mercedes S-Klasse-Limousinen, eskortiert bis zum Krankenhaus. Das heißt, man hat auch noch gesagt: Ihr fahrt jetzt da und da lang. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Das ist wie im Mittelalter hier. Sag mal, ist das alles noch normal, oder? Was ist eigentlich mit den Leuten los, Mann? Da liegt ein Mensch in diesem Rettungswagen. Es gibt noch mehr Rettungswagen in Berlin. Mag man gar nicht glauben. Und nur weil da jetzt was mit Blaulicht über die Straße fährt, gibt es mir noch lange nicht das Recht, die anzuhalten. Ja, weil das ist eigentlich schon unterlassene Hilfeleistung. Beziehungsweise ist das auf jeden Fall Nötigung, so den Rettungswagen anzuhalten, während er mit Blaulicht da lang fährt. Er fährt ja nicht umsonst mit Blaulicht da rum, weil er sich irgendwo Döner holen will oder so. Nee, sondern weil er einen schwerkranken Menschen hinten drin hat, den er irgendwo zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus bringen muss. Und der Kollege hier hinten kümmert sich um den Patienten. Der kann sich aber auch nur um den Patienten kümmern. So, und jetzt werden die angehalten, und dann werden da noch zwei andere in dieses Auto reingestopft, und ihr nehmt die jetzt mit. Und alleine diese Erwartungshaltung, die beiden Kollegen wussten gar nicht, was sie machen sollen. Natürlich haben sie gesagt: Ja, dann, ne, so, was willst du machen? Kannst du ja nicht wieder rausschmeißen. Jetzt sind die auch noch schwer verletzt. Was willst du machen? Kräfte nachfordern? Scheinbar geht das nicht, ja. Ich weiß nicht, ob die überhaupt funken durften oder nicht. Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Ich weiß nur, dass es dann so gewesen ist, dass halt eben diese zwei Schwerverletzten noch mit in diesen Rettungswagen reingestopft worden sind. Und die dann zu dritt, also mit drei Patienten, also zu fünft in diesen Rettungswagen, mit diesem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren sind und noch eskortiert worden sind. Höchstwahrscheinlich dann auch nicht mehr mit Blaulicht. Die Ausgangslage ist der Mensch, der sowieso in dem Rettungswagen war. Und da hat der Einsatzleiter dieses Einsatzfahrzeuges, also höchstwahrscheinlich der Notfallsanitäter, entschieden: Wir fahren jetzt mit Sonder- und Wegerechte ins Krankenhaus, weil es dem Patienten so beschissen geht, dass der schnellstmöglich professionelle Hilfe im Krankenhaus benötigt. Deswegen fahren wir jetzt mit Blaulicht mit diesem Patienten ins Krankenhaus. Ne? Zum Einsatzort hin entscheidet die Leitstelle, ob du mit Blaulicht fährst oder normale Fahrt. Und mit Patient entscheidet der diensthabende Fahrzeugführer im Endeffekt oder Einsatzleiter auf diesem Fahrzeug, ob man jetzt mit Sonder- und Wegerecht ins Krankenhaus fährt oder nicht. Und in dem Falle wurde das so entschieden. Und jetzt sind da irgendwelche Schwachköpfe, die auf der Straße rumtouren, das Auto anhalten. Und das, ja, natürlich waren da zwei Schwerverletzte, keine Frage. Aber dann ruft man die 112 und dann kommen da nochmal zwei Rettungswagen. Aber höchstwahrscheinlich, dadurch, dass es sich um Stichverletzungen gehandelt hat, hatte man höchstwahrscheinlich Angst, nur meine Vermutung, ja, ein Schelm, wer Böses denkt, ja, wenn man die 112 anruft und sagt, hier hat irgendeiner jemanden in den Bauch gestochen, dass dann nämlich noch die Stärken mitkommen. Da kommen nämlich die Sheriffs von der Berliner Polizei und höchstwahrscheinlich räumen die denn da auf, beziehungsweise müssen irgendwelche Taten ermitteln und so weiter und nehmen da irgendwas auf. Das wollte man höchstwahrscheinlich umgehen. Deswegen hält man einen Rettungswagen im Einsatz an. Leute, das ist unfassbar.
unfassbar. Was ist in den Köpfen dieser Menschen los? In der Bundeshauptstadt, in Berlin. Unsere Bundeshauptstadt. Jetzt bist du doch nicht mal mehr sicher, wenn du mit dem Rettungswagen mit dem Patienten durch die Gegend fährst. Musst du jetzt Knopf runter machen? Musst du wirklich das Auto abschließen? Und dann hältst du an und dann reißen die dir an den Türen rum. Und wenn du nicht aufmachst, was dann? Schmeißen sie dann die Scheibe ein oder was? Schmeißen sie die Scheibe ein, schmeißen sie Pflasterstein ins Gesicht, kapern das Auto, fahren dann selber oder was passiert dann? Das ist ja wie im Mittelalter hier. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wie im Wilden Western. Da kannst du auch nicht mit der Postkutsche durch die Gegend fahren, weil du Angst haben musst, dass du irgendwo überfallen wirst. Ernsthaft jetzt mal. Wir sind da, um zu helfen. Wir wollen retten. Leben retten. Wir wollen helfen. Wir wollen Menschen helfen, die sich in Notsituationen befinden. Das tun auch die mit den Stichverletzungen. Keine Frage. Und dass sie schwer verletzt sind, auch keine Frage. Aber dafür gibt es unser Rettungssystem. Da ruft man die 112 und sagt, hier liegt gerade das und das und das vor. Hier sind zwei Menschen mit Stichverletzungen. Im Bauch, im Rücken oder im Arm oder im Gesäß. Ich glaube, der andere wurde ins Gesäß gepiekt und der andere wiederum im Bauch gepiekt. Natürlich ist der mit dem Bauchstich schwer verletzt, wobei der im Gesäß, der kann halt eben auch stark bluten. Keine Frage. Aber dann ruft man die 112 und sagt, so, pass auf, das und das und das liegt an. Das ist unfassbar. Müssen wir uns jetzt wirklich auch noch auf Einsatzfahrten irgendwie verteidigen gegen normale Mitbürger in diesem Land oder was? Oder was ist hier los? Oder brauchen wir jetzt hier vielleicht auch stichschutzsichere Westen? Oder gepanzerte Fahrzeuge wie Geldtransporter mit Blaulicht auf dem Dach oder was? Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Wo soll denn das noch enden? Und dann macht man sich Gedanken, warum haben die Leute keinen Bock mehr im Rettungsdienst zu arbeiten oder was? Ernsthaft jetzt mal. Politik, wo seid ihr? Was passiert aus, was wird aus der Sache jetzt? Wird da ermittelt oder nicht? Das steht alles gar nicht fest. Da habe ich gar nichts von gefunden. Ich habe nur gesehen, dass das passiert ist. Ob aber ermittelt wird oder nicht, das stand nirgendwo. Ernsthaft, das ist unglaublich. Wir sind eure Meinung. Schreibt sie mal unten in die Kommentare. Ich krieg mal so eine Scheiße, so einen Blutdruck doch. Ernsthaft jetzt. Ich mache diesen Job seit über 20 Jahren. Ich bin seit über 20 Jahren im Rettungsdienst. Müssen wir jetzt wirklich noch mit gepanzerten Fahrzeugen losfahren, damit uns nichts passiert, obwohl unser Auftrag einfach ganz einfach ist, die Sicherstellung der medizinischen Unversehrtheit eines Patienten und vor allen Dingen der unversehrte Transport von einem Zielort oder von einem Einsatzort zum Zielort. Das ist unser Job. Transportfähigkeit herstellen aus medizinischer Sicht und den Transport des Patienten. Ich fahre keine Geldsäcke durch die Gegend, die man mir wegnehmen kann oder irgendwas. Ich fahre einfach nur mit dem Rettungswagen durch die Gegend, ja, um anderen Menschen zu helfen, denen irgendwas passiert ist. Was ist denn zum Beispiel mit der Patientin? Wenn der jetzt was passiert wäre, weil das Auto angehalten wurde und die ist so schwer erkrankt oder verletzt, dass sie das nicht überlebt, dann ist das Geschrei groß. Das geht nicht sowas. Mal abgesehen davon, ich weiß, das ist in dem Falle vielleicht vollkommen egal, allen egal, aber es gibt auch noch sowas wie einen Datenschutz. Was geht das dem mit Bauchstich an, ob Oma Erna mit dem Herzinfarkt im Rettungswagen liegt? Oder auch andersrum, was geht Oma Erna das an, dass da irgendeiner ein Messer in die Klinge im Bauch gekriegt hat? Jetzt mal im Ernst. Das geht niemand was an. Und die beiden Kollegen da, die tun mir wirklich leid. Echt, ohne Scheiß. Ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr euch gefühlt habt. So völlig hilflos. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Eine Übermacht an Menschen, eine Menschenmasse, die über uns herfällt. Da kannst du gar nichts machen, als dich fügen. Ansonsten bist du am besten der Nächste mit irgendeiner Stichverletzung oder sowas. Weil das ist nämlich auch schon passiert, solche Geschichten. Wenn die Leute mit unserer Arbeit nämlich nicht klarkommen oder nicht zufrieden sind, dann kriegen wir halt eben eine Klinge in den Rücken oder sowas. Das kann alles nicht mehr wahr sein, Leute. Da ist die Politik gefragt. Jetzt muss hier mal was passieren, Alter. Da kriege ich echt wirklich, ohne Scheiß. Das ist unfassbar. Unfassbar, Leute. Da muss was passieren. Meine Fresse, Alter. Das hält wirklich keine Sau im Kopf mehr aus, du Mann.